Das Zürich Filmfestival steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Frauen und Frankreichs. Bei mehr als der Hälfte aller Wettbewerbsfilme haben Frauen Regie geführt. Eine ganze Sektion widmet sich dem französischen Kino. Auch die Arbeit der französischen Filmschauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin Mai Wen steht im Scheinwerferlicht. Sehenswert die beeindruckenden Dokumentarfilme über Themen mit besonderer Sprengkraft. Sunless Shadows handelt von minderjährigen Frauen im Iran, die ihren Vater, Ehemann und Schwager getötet oder dabei geholfen haben. Neger und ihre Schwestern erstachen ihren Vater mit einem Messer. Der Regisseur gab ihnen eine Videokamera, damit sie ihr Leben im Gefängnis filmen. Ich will den Menschen, die man nicht hört, eine Stimme geben. Das ist meine Mission, das schulde ich den Menschen. Ein anderer eindrücklicher Dokumentarfilm ist Welcome to Chechnya. Er erzählt von der Jagd auf Homosexuelle in Tschetschenien. Der Regisseur und Enthüllungsjournalist David Franz führte Interviews mit mehreren tschetschenischen Flüchtlingen. Das Zürich Filmfestival läuft noch bis Sonntag.